So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Gegnern Schaden mit einem Harpunierer zu. Was damit gemeint ist, zeige ich euch natürlich auch direkt. Das Ganze machen wir aber wieder im Gruppenkeile-Modus. Warum machen wir das da? Ganz einfach, wenn wir sterben, wir kommen einfach instant wieder zurück in die Welt, beziehungsweise nicht instant, wir gleiten halt neu rein. Nicht, dass mir da wieder einer kommt, instant ist aber nicht direkt. So, dann kurze Info an alle Neuen. Wir haben auf unserem Kanal eine Skin-Verlosung, so als kleines Dankeschön für den ganzen Support, den ich so von euch bekomme. Es geht um einen legendären Skin, aber guck einfach mal in der Videobeschreibung nach, da habe ich halt ein extra Video dazu gemacht und auch oben rechts werde ich einblenden lassen, wie das Video heißt, einfach draufklicken oder eben am Ende des Videos, da wird das Video nämlich auch nochmal vorgeschlagen. So, ihr seht, wir haben den Skin schon und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Skin. So, was brauchen wir jetzt? Wir müssen Harpunierer finden. Wo finden wir die? Logischerweise am Wasser. Also hier ist ein guter Ort, da ist ein guter Ort, da ist ein guter Ort. Hier kann man die auch gut finden. Dann findet man die da nicht so. Hier findet man safe welche, da auch. So, wir gehen aber hier runter, weil es natürlich direkt für unseren nächsten ist. Und was ist damit gemeint? Genau, nicht die Angel, sondern der blaue Gegenstand. Das ist der Harpunierer. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Aber den findet man inzwischen auch immer häufiger. Einfach so red. Ja, du kannst natürlich auch gehen. Gerade noch eine Angel. Wenn hier gerade ein. Und Waffe. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Eine Waffe. Eine Waffe? Nein, wir kriegen drei Fische. Das war's an der Stelle komplett. So, jetzt müssen wir in Anführungszeichen nur mit dieser Waffe. Einfach, wenn wir die so schießen, auf den Gegner schießen und dann macht er sowieso instant 75 Schaden. Also ich glaube, der macht immer 75 Schaden. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass er weniger macht. Aber auch nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Schreibt mir gerade in die Kommentare. Kann der auch mehr als 75 Schaden machen? So Headshot-mäßig und so. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, der macht immer nur 75 Schaden. So, wir müssen immer noch Maschinen sammeln. Maschinen sammeln, ja, von wegen. Wir müssen noch Waffen sammeln aus den verschiedenen. Sagt schon. Ja. Wie nennt man sich das Wort? Wie nennt man das Wort? Meinst du korrekt drauf? Lol. Nicht Angel, doch Angelsport kann man auch nennen. Angelsporn. Oh, es kann nicht sein, dass hier nur. Aber wirklich nur Fische. Andere würden sich jetzt freuen. Ne, Coco. Aber Coco guckt sowieso nicht meine Videos, das weiß ich sowieso. Er ist einer. Das ist halt so ein typischer Livestream-Mensch. Der guckt, ach, der ist online, alles klar. Ich glaube, Coco guckt von mir kein einziges Video. Gefühlt hat er, glaube ich, so gut wie noch nie kommentiert. Lol, das gibt's ja nicht, dass hier nur Fische sind. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte hier schön Waffen rausziehen. Pustekuchen ist. Da ist hier noch einer. Nur da hinten, ne? Aber wir können eigentlich, ja, den Fehler. Ihr könnt eigentlich auch versuchen, mehrere mitzunehmen, weil ihr dürft nämlich auch nicht vergessen, dass das Ding nur 10 Schüsse hat. Also, wenn ihr mehrere findet, holt lieber mehr mit. Nicht, dass ihr irgendwie total daneben hämmert. Das holen wir natürlich auch gerne mit. Leute, ich habe gar keinen Platz, ey. Ich will halt auch nicht die 10 Schuss verbrauchen. So, keine Panik, wir gehen jetzt direkt schon Richtung Zone. Nur ein bisschen was an Waffen mitholen. Und die mit. Ah, da wird auch eine Eier. Schmeckt doch. Ja, auch fleißig am Angeln. Ja, Sache, die Mission ist halt echt nicht schlecht. Die Fische interessieren mich nicht. Keine Angst. Die Leute immer Angst haben, man wird den Loot klauen.
So auf Krampf direkt hingehen. So, jetzt heißt es erstmal Gegner suchen. Und das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger. Halt am besten ein bisschen anschleichen und so. Und dann klappt das eigentlich auch. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen. Oh. Eine Sache, 75 Mal was raus angeln, also Waffen. Hört sich nicht viel an, aber wie ihr seht, ich angel nur Fische. Nur Fische. Fische, 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 Fische. Ach, war das nicht so, dass man da auch nur. Na gut, die Antwort hat sich damit gerade erledigt. Ich wollte nämlich gerade sagen, kann das nicht sein, dass man da mit eh nur Fische angeln kann? In Gruppenkeile, aber. Die Frage wurde dann gerade schon beantwortet. Aber ich glaube, die zählt nicht, weil irgendwie zählt er nicht weiter. Lol. Bleib doch mal stehen, du Hund. Er bleibt nicht stehen. Ehrenloser. Vor allem, er schießt schon auf mich, aber bleibt nicht stehen. Manu. So. Ach, wie gern würde ich jetzt einfach da rein pushen. So, soll ich mich wieder trauen, meinen schönen Sprung zu machen? Ich weiß nicht, ob das war das im Livestream oder war das in einem Video, wo ich hier daneben gesprungen bin. Gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall bin ich schon mal voll daneben gesprungen. Bester Loot EU West. Oh, gleich so ein Dulli-Treffen damit. Aber mit der Falle, da hatte ich echt Glück. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wenn ihr das Fallenvideo mal seht, so kann man einen finden, der in eine Falle reinrennt. Einfach komplett eingebaut. Aber der war auch wirklich lost, der Gegner. So, wo haben wir denn hier mal einen? Natürlich müssen wir jetzt versuchen, nah an den Gegner ranzukommen, aber das wird natürlich alles andere als einfach. So, wir müssen nur einen finden. Einfach wird es definitiv nicht. Boah, vor allem uns gehört schon wieder die ganze Insel. Mir kommt es vor, als wären hier gar keine Gegner. Ja, da hinten rennt einer rum. Ach, da rennt einer rum. Ich weiß halt nicht, ob der da hinten lost ist oder nicht. Ich glaube, er einfach nur Angst hat. Ach, der war, glaube ich, weggeholt per Headshot. Der ist immer noch da. Nein, Zock. So einfach kann es gehen. 75 Schaden und Feierabend. So einfach kann es halt gehen, Leute. Also, so holt man sich easy 52.000 EP. Aber da war halt wieder Glück im Spiel. Ihr müsst halt wirklich einen finden, der ziemlich lost aussieht. Auch wenn es nicht einfach ist, ich weiß. Aber das war halt einfach so. Der hat sich so lange da versteckt und dann halt einfach die Chance genutzt. So, wie gesagt, wenn ich dir damit weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Und dann sage ich euch schon mal auf Wiedersehen. Für meine netten Supporter werde ich natürlich hier noch ein bisschen weiter daddeln. Man kennt es. Wo ist der denn? Da kommt einer. Ich habe mir gar keine Sniper mitgeholt. Das war's ja wieder mal komplett. Aber ich würde sagen, das hier reicht eigentlich auch. Weil ich habe auch jetzt nicht so, weil wie merkt ihr schon, ich bin nicht mehr so krampfhaft auf die Sniper, weil da haben wir jetzt glaube ich 30 oder 40 Stück. In dem Sinne reicht das eigentlich auch schon fast. Warte. Natürlich kriege ich den Kill geklaut.
Aber hier sind auch kaum Gegner, ey. Die rennen alle noch im Niemandsland rum. Ja, genau, er kriegt natürlich den Big Pump. Hier ist auch keiner. Ein Sniper-Schuss, das war das Zeichen. Euch noch viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Und in dem Sinne, haut rein.